Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Slime Rancher. Wir beginnen mit Schlafen gehen. Bis zum Morgen schlafen. Oh, eine E-Mail. Macht nichts. Willkommen zur Weite Tauschbörse. Ich bin Toro West. Weiter drin ein Netzwerk von Ranchern, Slimes, Plots, Nahrung, was auch immer. Ja, wenn du mit der Zeit mehr solltest du auch ein herzliches Willkommen erhalten. Gut. Das schauen wir uns gleich an. Aber wir wollten die Face Slimes hier abgeben. So. Und jetzt wollten wir noch schauen, die Slimepedia Slimes, Face Slimes. Sie total Metall. Essen Gemüse. Liebling ist die Herzrübe. Noch nie gehört. Aber sie essen Gemüse. Gut, dass wir hier Karotten haben. Weil, dann werden wir diese Face Slimes gleich füttern. Upsi. Aber mit Karotten. Ja! So. Komm, mach schön Kacke. Ja, schön Kacke machen. Au. So. Face Slime, komm. Ja, da bist du drinnen. Ach so, du hast keinen Hunger. Okay, ich lasse dir das liegen. Ja, da schön eure Kacke einsammeln. Ah, da machen wir Burger draus. Ist da nun gestanden? Menschen machen Burger draus. Ja, jetzt wird's aber viel. So. Du nicht. Du nicht. Das ist ein Plot. Yeah. So, die 3 und 11 geben wir einfach ab. Daneben geschossen. Gut, also man muss exakt dieses Ding hier treffen. So. Jetzt schauen wir, ob wir diese... Das hat ausgesehen wie Katzen. Diese grauen. Die hast du auch gesehen, oder? Vorige Folge. So viel Schleim. Rosa Schleim. Früchte. Was ist das? Das wollen wir haben. Das war aber nicht das Küken. Hm, da war doch was anderes, oder? Zu gelb-golden ausgesehen. Naja, gut. Lieber Schleim, viel Spaß. So. Küken. Huhn. Hui. Ja, nehme ich mit. Ja, nehme ich mit. Wo ist er? Da ist er. So. Was ist das da? Wir schon nach. Ach, da war die Nachricht drin. Ah. Wir brauchen den Platz jetzt kurz. Küken. Was ist denn das? Okay. Braucht das Platz? Dann lege ich die 4-mal ab, 5-mal ab. Was bist du? Der Terror. Erschreckend. Au! Das war aber... Pff. Das sind also die Bösen. Die Terror. Gut. Was ist da? Da waren wir noch nicht drin. Oh. Ein Riesenpilz. Was ist das?
So, wir müssen auf jeden Fall. So, ich will diese Katzen. Katze. Hey, wer ist das? Ich hatte einen großen hohen Baum wie diesen hier am Rand meines Grundstücks. Zurück auf der Erde. Er stand da länger, als jemand sich zurückerinnern konnte. Er überlebte alle möglichen Veränderungen um sich herum und eines Tages habe ich festgestellt, dass er am Sterben ist. Das war nichts Unnatürliches. Seine Zeit war wohl einfach gekommen. Und dann habe ich erkannt, dass, wenn ich nichts machen würde, ich enden würde wie dieser Baum. Ich würde mein ganzes Leben am gleichen Ort verbringen. Das konnte ich einfach nicht geschehen lassen. Also habe ich mir am nächsten Tag ein Ticket zur fernen, fernen Weite gekauft. Wie dieser Baum hier. Wie diese Katze hier. So, dann würde ich sagen, Küken. Laufen wir zurück. Und geben diese Meat-Slimes ab. Durch diesen Tunnel sind wir hier schon gekommen, oder? Ja, ich kann mich dunkel erinnern. Genau, hier waren wir. Ja, leider, die kann ich alle nicht so. So. Gleich sind wir wieder zu Hause. Irgendwann werde ich mich da verlaufen. Ich werde mich da so verlaufen. Küken. Ich kann leider das ganze Futter nicht mitnehmen, weil mein Inventar voll ist. Das eine Huhn hätte ich zurücklassen können. Niemand wird zurückgelassen. So, wir schauen da rein. Und wir geben gleich das eine Huhn ab. So. Und die Küken. So. Dann gehen wir hier. Ihr habt Plot gemacht. Sehr gut. So. Ja, baut ruhig einen Turm. Oh, Hunger habt ihr. Schade. So. Wir wollen hier ein Gehege machen. Wir kaufen es. Und zwar für Mietschleim. Oh, die kleinen Katzen. Die Katzen. Ja. Schleimpedia, Slimes, Mietschleim, Fleisch, Liebling, Steinhuhn. Diese Streifen, dieser Schwanz, dieses Wackel, Wackel, Wackel. Ja, sind aber süß. So, schauen wir nach den Karotten. Oh, leider. Dann müssen wir die Faceplot hier abgeben. Sehr gut, wir haben noch genug, dass wir hier einmal nachschauen, was wir hier noch tun können. Music Box spielt beruhigende Musik, was die Unruhe von Slimes sehr verringert. Fangnetz. Kraftfeld, das die Oberseite eines Gedächtnisses. Ah, okay. Sonnenschade. Taucht ein Gehege in schattiges Dämmerlicht. Lichtempfindliche Slimes, was alles gibt. Ein Plortsammler. Saugt zwei verschiedene Arten von Plorts in regelmäßigen Abständen aus einem Gehege auf, platziert sie in einem Lagerbehälter, solange dort Platz dafür ist. Ein Futterautomat. Gibt in regelmäßigen Abständen Futter ins Gehege ab, nur nicht vergessen nachzufüllen. Anbaufläche zerstören. Ja, okay. Noch höhere Wände. Achso, haben wir schon gemacht. Gut, wir nehmen den Plortsammler. Wir nehmen den Futterautomaten. Geht sich nämlich genau aus. So, was ist das hier? Ach, das ist der Plortsammler. Sehr schön. Und das ist dann der Futterautomat. Ah, Grünzeugfresser, Raubschleime. Gut. Sehr gut. So. Die wollen Hühner. Ja. Regt euch nicht auf. Ihr werdet alle wiedergeboren. So. Ja,
wie euch freut. Ja, 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 ja. Macht mir Plot. Ui, du kannst aber hochspringen. Das weiß ich nicht, ob mir das so gefällt, dass du so hochspringen kannst. Du kannst wirklich hochspringen. Gut. Und ist schon draußen, ja. Ui, da werden wir noch viel Spaß mit euch haben. Naja. Ja, da geht schon was. Sehr gut. Die auch noch. Du auch noch mit. So. Ausgezeichnet. So, geben wir das Meatsplot ab. Und legen wir das Futter in den Futterautomaten. Futterautomat. Ja. Und der füttert jetzt automatisch. Ach so, da ist ja nur auf Raubtier oder auf... Ach, und der saugt alleine. Das ist aber praktisch. Ja. Gut. So, dann würde ich sagen, wir beenden für heute die Folge und machen das nächste Mal weiter. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.